Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge sind wir in der illusionären Dunkelheit rumgewandert und jetzt sind wir immer noch hier. Ja, ich glaube, das wird so in den nächsten 10, 20 Folgen, weiß ich nicht, noch genau gleich bleiben. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal schnurstracks rein. Ich habe mich hier für dieses Thema entschieden: Jude, Bela, Elvin und Leia. Und das wird schon irgendwie klappen, ne? Ja, ne. Bin noch mal ganz schnell nach okay, ist immer gleich, ne? Laterne, Kerze, Fackel. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch noch 4 bekommen, ne? Weil Laterne ist rot, Fackel ist grün, glaube ich. Dann ist die Kerze, glaube ich. Okay, erst dahin, dahin und dahin, okay. Ich bin noch mal ganz schnell nach Leronde gedüst und habe mir mal ein paar Gerichte geholt, damit wir mehr Erfahrungspunkte kriegen, falls wieder so ein Wüstengebiet kommt. Weil da sind ja Kämpfe unausweichlich, deswegen gehe ich da, wenn wir wieder da sind, da fahre ich mir, ich kann nicht sprechen, da fahre ich mir dann so ein Gericht nochmal rein, Kerze, ne warte, da, Laterne, Kerzbacke. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ich verplepper mich hier wie ein Blöder. Deine Katze ist zurückgegangen. Ach ja, die gibt's ja auch noch. So, ich habe ja nur... Warte mal. Okay. Ich habe ja nur jetzt Charaktere, gegen die ich noch nicht gekämpft habe. Also Jude, Elvin, Leia. Da ist es vollkommen egal, wo ich hingehe. Also gehen wir mal hier rein. 6-mal alte Glocke. Okay, er kommt drauf an, wenn man die richtige Reihenfolge benutzt. So, wir haben wieder das hier. Das ist doch sehr gut. Dauert nicht so lange. Ja, falls wir so ein Wüstenlevel kommen, wo wir gegen Gegner kämpfen müssen, dann packe ich mir so ein Leronde-Gericht rein. Bei den Leronde kann man irgendwie alle Gerichte, glaube ich, des Spiels kaufen. Und ja, das ist ja nicht verkehrt, ne? Da kann man die ganzen Sachen hier kaufen, die irgendwie 80% mehr Elementerz und Erfahrungspunkte geben und so. Richtig nice. Also sollte man mal vorbeischauen, wenn man die ganzen Gerichte haben möchte. Na, schon das letzte Ding. Nein! Ah. Items und so habe ich mir natürlich auch wieder geholt, weil hier sind ja alle wieder weg gewesen. Ja, ich habe das Schulkostüm für Leia mal ausgerüstet. Weil, warum nicht? Hoffentlich gibt es da kein Copyright-Probleme mit. Weiß ich nicht. Die anderen Lieder hier von den Cameo-Kostümen, das sind ja alles von anderen Tales of Time. Also nicht wie er mit den Schulklamotten ist. Boah, fast alle in weiß gekleidet sehe ich. Fällt mir gerade so auf. Ja, ihn habe ich so verrückter Wissenschaftler-Stil gegeben. Sehr gut. Epic Center, Schulmädchen Leia, Gentleman Elvin und verrückter Professor Jude. Nee, hab ich schon gerade gesagt. Ich meine den Epic Center natürlich. Ich habe es auch gerade gesehen, wo war es? Ich glaube, in dem anderen blauen Ding, ne? Da. So, perfekt, da geht der auch voll schnell auf einmal. Bams! Jetzt sagt man ganz unten, jawohl. Geht auch voll schnell auf einmal. Dann kann ich ja das andere Gebiet auch schon ein bisschen anfangen. Dann gehen wir jetzt aber immer zweimal durch die gleiche Tür, würde ich sagen. Weil dann hat jeder Charakter irgendwie so zwei Gegner, gegen man kämpfen kann. Der erste war bei Ludger Julius. Das heißt, der zweite wird wahrscheinlich Ludger selber sein. Oder Victor, keine Ahnung. Der hat auch die gleichen Attacken wie Ludger drauf. So, Dingens hier reinpfeifen. Da ist ja ein Objekt eigentlich, egal. So, ja. Vom besten Charakter müssen wir kämpfen gegen Agria, okay. Das heißt, jetzt hier ist Slayers Gebiet. Sogar hier kommt die Musik, was? Okay, sehr gut. Oh, Angriff 56.000. Werden die mal. Ne, die werden nicht stärker, okay. Hey, hier geblieben. Die Musik passt überhaupt nicht zu dem Kampf hier gerade.
Keine Ahnung, Akira irgendwie stelle ich mir auch so vor, die wird voll verfluchen, wenn ihr so ein Lied laufen würde, während sie kämpft. Mein Gott, wir machen sie fertig. Okay, sie ist ja 105, egal. Na verdammt. Mein Angriff abgebrochen, nicht Idiot. Man sieht aber, das geht immer schneller, ne? Ja, ist klar, wir werden ja immer stärker, ne? Sie probiert. Ja, eine Feuerwehr gegen sie vielleicht. Sie ist schwach. Oh, sie ist schwach gegen Hammer. Erstmal gar nicht. Oh, au. Au, ist gut. Kannst du es wagen? Ey, sie geht nur auf Leia los. Verdammter Dreck. Ach ja, ich muss ja sie wieder beleben. Hat ja jemand anders ein Ding ins Angriff? Ja, Wiederbelebungsangriff und das hat 1 abgezogen. Aber das könnte vielleicht nicht so gut sein. Was habe ich gemacht? Warum habe ich Elise nicht mitgenommen? Soll ich bitte nicht wieder die ganze Zeit auf Leia gehen, danke. Sehr nett von dir. Warte mal, Hammer und Wasseranfälligkeit. Ich habe doch den hier, ich Idiot. Bams. Ich habe doch den Angriff hier. Oh, ich habe keine TP. Jetzt habe ich wieder TP. Bams. So, vierfache Schwäche. Okay, wir sind natürlich im Pokémon, aber trotzdem. Ich auch mal einsetzen können, den Angriff, Idiot. Warte mal, Elvin, komm mal her. Okay, ja, sie ist angezündet. So, komm her. Wow, wir machen sie voll fertig wieder. Und zack. Oh mein Gott, ist sie jetzt tot? Ich glaube schon, ne? Wow, das war sehr gut. Wir haben jetzt 7 Minuten hier. Sehr gut. Sehr schön. Finde ich gut, wenn sowas funktioniert. That shadow may have been shaped like Agria, but really, it was nothing like her. The real Agria was way more scary than that. Sehr gut. So, dann weiter. Ab zum nächsten Gebiet. Glocken und so. Glocken. Neue Laterne. Kerze. Laterne. Kerze. Fackel. Laterne. Oh, hier können die auch sein. Kein Wunder, ob ich die nicht immer finde. Als die Kerze, das heißt, da hinten die Laterne ist natürlich am weitesten entfernt. Was für einen Raum kann es denn noch geben? Diese Gänge, ne? Und dann hätte ich nochmal andere Räume nach. Laterne. Kerze. Es gab diesen einen Raum, wo wir gerade waren, eine Wüste. Gab es da nicht doch was? War ich vorher nur in diese Kreisräume hier? Was hat gar nicht mehr? Laterne, Kerze. Ja, da muss ich aber wahrscheinlich noch verdammt auf die reingehen, um alle Sachen da zu bekommen. Und das habe ich vor. Ich weiß aber nicht, ob ich da im Let's Play schaffe. Fackel, Babs. Obwohl, wenn ich so bei jedem Durchgang irgendwie so 10 Dinger insgesamt bekomme. Also nicht. Wollen wir uns die teuersten Sachen hier? Irgendwie Schlüssel von Kresnik oder irgendwie so weit war das doch. Das war. Ach ja, da. Genau, da sind wir durchgegangen. Okay. Ja, ich habe mich wieder gefangen. Goal. Und 6 alte Glocken, sehr gut. Und wir sind wieder in der Wüste und wir müssen wieder 5 Albträume erledigen, um weiterzukommen. Und wir haben genauso viel Zeit wie beim letzten Mal, obwohl wir diesmal weniger erledigen müssen. Okay. Hab ich nichts dagegen. Und da ist ein Parcours auf, ich glaube, möchte ich platt machen. Ich weiß, ich habe eine feste Aufgabe, aber was soll's. Bams. So viel Zeit muss sein. Wir haben jetzt. Hallo, ne Fan. Genügend Zeit über die hatten. Au. Au.
Ich gut, dass die Schulmusik hier auch weiterläuft. Ich meine, finde ich nicht gut, dass die im Bosskampf weiterläuft. Irgendwie, weiß nicht, nimmt die Ernsthaftigkeit des Kampfes voll weg. Hey. Und macht das Bonus Dungeon hier voll Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist irgendwie viel besser als im Dingens, in Graces F oder Symphonia. Und was weiß ich. Abyss. Macht mir richtig Bock hier. Sag, hey. Nein, mir fällt auf, ich hätte das Erfahrungsdingen. Ich hätte nur so viel mehr Erfahrungspunkte kriegen können. Oha. Epic Facepalm. So. Komm mal her. Und wir haben eine Minute hier voll verballert. So, ihr guckt euch das an. Aber nur für ein paar Kämpfe. Warte mal, 9, 7. Okay, jetzt mal noch 2 Minuten übrig, da werde ich auch was schaffen. Außer die sind so beschissen verteilt. Was glaube ich diesmal der Fall ist. Hallo. Wir haben noch kein einziges von den Viechern gesehen. Ich hatte irgendwie in den anderen Viechern drin, also auch voll blöd dann. Hier ist eins. Boah, boah, komm her. Boah, 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 da, da. Hey, da sind 2, die zählen aber nicht, oder? Weil ich voll doof finde. So, ganz schnell töten, ganz schnell töten, ganz schnell töten. Vor allem, ich kann auch keinen Schnitt machen jetzt, ne? Voll doof. Dann geht der jetzt halt aufwand. Jetzt, wo ich auch die ganzen Drops sehe, ich kann auch schon 1-2 Waffen erstellen. Von 4 Albträumen. Okay, Shooter FP bekommen kann ich mich jetzt aber nicht drum kümmern. Ich kann schon so, weiß nicht, die allererste Waffe von Joe kann ich schon mal erstellen, wie Naturgewalt oder so. Weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendeine ultimative Waffe schon herstellen kann. Im Laufe des Let's Plays. Da brauche ich verdammt viele Klamotten. So, nächster. Oh, ich bin sogar jetzt knapp. Wenn ich jetzt für jeden 1 Minute brauche oder so, dann wird das knapp. Uah. Bitte tu mir das jetzt nicht an. Vor allem, da sind 2. Ich habe schon 2 erledigt. Haben wir die nicht gezählt? Ich habe sogar schon Gäste hier mit getötet, ey. Sehr gut. Wow, okay, wenn das so willkürlich mit den Erfahrungspunkten ist, bringt das auch nicht viel. So, was passiert, wenn ich da weiter geradeaus gehe? Muss ich auch mal irgendwann erfahren. So, noch 3. Waren 2. Und da ist schon wieder so ein Ding. Ah, oh, tut so weh. Ich glaube, mehr als 1 kann ich mir nicht leisten. Ich glaube, 1 kann ich mir schon nicht leisten. Ist jetzt verdammt knapp. Verdammt! Du, komm her! Komm her! Komm her! Seh schon ein Licht da hinten, hallo? Ist ja nicht einfach schon. Boah, verdammt. Da hingehen. Da schon wieder 2. Willst du mich eigentlich trollen hier? Ich hab schon 6 von denen erledigt. Warum werden die nicht gezählt? Was ist das? Nimmt ja voll die Logik aus dem Spiel. Boah, früher habe ich irgendwie voll wenig in Hawaii gesetzt. Ich sehe ihn voll oft ein. Irgendwie am Anfang des Spiels habe ich gesagt, ich würde am liebsten mehr mit dem Hammer kämpfen. Habe ich dann aber nie gemacht. Und dann irgendwie. Boah, ich habe keine Zeit zum Kratzen. Dann habe ich natürlich das Schwert voll oft benutzt. Jetzt benutze ich den Hammer, wie blöd. Da. Komm her. Boah, wird knapp. Ich werde so 1 Minute 50 oder so übrig haben, wenn ich hier fertig bin. Ja, ich habe keine Zeit, mich anzuschleichen, ne? Darf ich gar nicht erst versuchen.
Huda! Stirb, hab keine Zeit. Verdammt, ich Idiot. Oh, verdammt. Wollte ich gar nicht. Nein, stirb doch! So. Ach, das Ding ist gar nicht mehr an. Egal. Hab ich keine Zeit für. Wenn die Zeit um ist und der Bakura-Viech immer noch hier rumläuft, dann kann ich das nochmal bekämpfen. Da fällt mir jetzt gerade so spontan ein, da hinten ist es. Aber da war ich doch schon, ne? Interne. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Wahrscheinlich wird der Kampf hier auch wieder so ein paar Minuten dauern. Letzte, wo zum Teufel ist der letzte Viech? Verdammt. Ja, da wird jetzt ein bisschen knapp. Ich werde das doch finden, oder? Und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt schon war und wo nicht. Ich kann schon einmal echt wohl hier noch eins finden. Ich glaube, hier war ich schon, ne? Verdammt! Hey! Guck mal jetzt nicht an. Da ist eine Fledermaus. Da ist so ein Ding. Wegen einer Minute 50 bleibt noch übrig. Warte mal. Da, komm her. Ich muss dich haben. Denkst du das Ding nur so, was, da kommt da gerade ein Weihnachtsmann auf mich zu, gerade mit Sonnenbrille? So, sehr gut. Butsch. Oberkill schon wieder. Ja, ich mag den Angriff, der ist stark. Weiß nicht, wieso er so stark ist, aber er ist stark. Hey, ein Horn des Einhorns. Jetzt habe ich gesehen. So, sind die Viecher jetzt noch hier am Rumlaufen? Ja. Na gut, dann suche ich jetzt nochmal Bakura-Viech. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wenn ich halt den Kampf jetzt, den Bosskampf noch in dem Part schaffe. Obwohl ich könnte vielleicht jeden Charakter hier irgendwie, also nicht, ein Part zu schaffen, so einen halbstündigen Part, aber nee, das mal. Ich habe noch nicht vor, das Spiel so schnell zu beenden, habe ich das Gefühl. Aber wo ist das letzte Viech jetzt hier? Ich brauche ein paar Erfahrungspunkte und so. Vielleicht werde ich das alles in 20 Minuten irgendwann mal schaffen, wenn ich stark genug bin. Wir werden ja immer stärker, das heißt, irgendwann geht das auch verdammt schnell, nehme ich mal an. Und dann schraube ich den Schwierigkeitsgrad nochmal hoch. Das war ja voll bämmert. So, und jetzt knüpfen wir uns mal hier so ein Ding noch rein, das geht nur für einen Kampf, sehr gut. Und... Boah, der konnte sogar flüchten. Ich dachte, er wird nicht flüchten. Am besten nicht die Dinger einsetzen hier. Die Grenzüberschreitungsdinger. Dann sind wir für den Boss gut gewappnet. War auf damit. Nein, was macht ihr da? Dann trifft er auch nicht. Was macht ihr eigentlich da? Ja, da bringt's voll. Das ist gerade irgendwie geil, ich habe eine gute Zahl bei dem gesehen. Warum ist meine Nase die ganze Zeit zu? Was soll das eigentlich? Ich war zwar vor kurzem noch krank mit Halsschmerzen und so, aber trotzdem. Voll dämlich, ey. Oh, Apfelgruppe, ihr Falle. Kommst du her? Ich krieg den nicht. Komm mal so. Eine riesige Reichweite. Also das Gefühl, die Musik wird verdammt laut sein für den Schul. Boah. Ihr Säcke. Ein Treffgefäß auch damit. Wollte ich mir schön für den Boss hier aufbewahren, ne? Und ihr tut das natürlich wieder alles verballern. Wenigstens gibt's ein Level Up, danke. Aber es gibt ja auch alte Glocken, deswegen nutzt ihr das Recht, gegen die Viecher zu kämpfen.
So, jetzt raus hier. Und zum Kampf gegen Leia, nehme ich an. Und ja. Boah, ich muss voll liegen. Hoffentlich mache ich das, nachdem ich die Aufnahme beendet habe. Ne. Ich hätte noch die Kerzen und so einsammeln können, ne? Egal. So. Packen wir uns hier. Oh mein Gott, sind wir alle im Eimer. Hier, das hier erstmal alles ein. Und so ein Gericht hier. Wo ich die Yakisoba. Bams. Und weiß ich nicht. Können wir uns auch noch irgendwie was treiben, ballern. Bams. Benutzen wir irgendwie nie. So. Sind wir gewappnet für den Kampf und den Kampf machen wir dann in der nächsten Folge. Let's Play Tales of Xenoverse 2. Ich bleibe mich als Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.